Wir zeigen euch den Ford Mustang Mach-E. Los geht's! Hallo liebe Freunde von Icario aus dem Entwicklungsland Österreich. Warum ich das sage, gibt es am Ende noch einen Hinweis darauf, am Ende des Videos. Wir stellen euch heute den Ford Mustang Mach-E vor. Das Auto muss man wirklich gesehen haben, um es zu begreifen. Das zeigen wir euch jetzt im Detail. Aber ganz kurz noch ein Hinweis. Bei InstaDrive gibt es den Mach-E bereits in allen vier Varianten im Konfigurator. Im ersten Link in der Beschreibung findet ihr den Link zum Konfigurator. Schaut euch an, was euch das Fahrzeug im Monat in der Abo-Miete kostet. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt zeigen wir euch den Mach-E. Und das ist auch schon mal die Schokoladenseite des Ford Mustang Mach-E. Steht hier in einem Autohaus und wir sind sehr dankbar auch dem Autohaus Danninger hier in Linz, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, das Fahrzeug in der Nähe zu sehen, aus der Nähe zu sehen und euch zu zeigen. Also die Front, die ganze Seitenansicht, diese dynamische Linie, das ist auf jeden Fall das Markenzeichen des Ford Mustang Mach-E. Eigentlich darf man ja gar nicht Ford sagen, denn du wirst in keinem Bereich des Fahrzeugs jemals ein Ford-Logo finden, höchstens bei der kleinen Tasche, die ich im Kofferraum gefunden habe, beim Verbandszeug, aber sonst überall nur den Mustang, das galoppierende Pferd hier vorne drauf, der soll auch natürlich Dynamik und auch dieses ganze Lifestyle-Thema des Mustang transportieren und das gelingt natürlich sehr gut, denn Mustang hat mit diesem Mach-E tatsächlich den medialen Vogel abgeschossen. Jeder will ihn haben, jeder will ihn sehen, jeder will ihn testen und auch hier im Autohaus ist ein Gries, wie man in Österreichisch sagt, um das Fahrzeug und kein Wunder bei dieser unglaublich hübschen Front. Ich starte jetzt wieder mal die Scheinwerfer, auch diese Wischblinker sind natürlich integriert, dann diese LED-Signatur, sehr dynamisch, diese drei senkrechten Streifen, die finden wir dann auch in der Lichtsignatur hinten wieder. Der angedeutete Kühlergrill hier ist natürlich nur reine Show. Der Mach-E benötigt keinen Kühlergrill, aber dieses galoppierende Pferd ist hier mit diesem schwarzen Rahmen eingefasst und ich finde, das sieht auch wirklich sehr, sehr hübsch und gut gelungen aus. Hier unter dem Nummerntafel, da haben wir die Sensorplatte, also unter dieser Platte verbergen sich die Sensoren rund ums teilautonome Fahren und die Fahrassistenzsysteme, also auch alles mit an Bord, das zeigen wir euch dann auch noch im Innenraum, auch die 360 Grad rundum Bird-View-Sicht, die man auch hat beim Rangieren, beim Parken, sehr, sehr hilfreich. Die wird mit diesen ganzen Sensoren und auch Kameras, hier vorne haben wir zum Beispiel eine, auch umgesetzt. Ja, was hat er denn nun unter der Haube? Nichts, außer einen 81 Liter großen Frunk mit einer hübschen Unterteilung, sodass man hier, das Fahrzeug wird ja in Mexiko produziert, hier kann man überall Eis reinpacken und dann die Corona-Flaschen reinstellen und für Ablauf ist auch gesorgt. Es gibt einen kleinen Ablauf, wo das Wasser, Schmelzwasser dann ablaufen kann, also alles durchdacht, alles schön gemacht und Licht gibt es sogar oder wenn du dich mal im Kofferraum vorne versteckst und zugemacht wird, dann kannst du ja auch mit einem Knopf nochmal öffnen, also da ist alles durchdacht. Und du hast auch Gasdruckfedern, die die Motorhaube offen halten. Das ist ja bei vielen anderen Modellen, die wir in letzter Zeit getestet haben, nicht der Fall gewesen. 4,71 Meter ist der Mach-E lang, 1,61 Meter hoch, also ein Auto, das mir bis zur Nase geht. Und diese langgezogene Silhouette, das ist natürlich das, was Dynamik ausstrahlt, was das Fahrzeug wirklich einzigartig macht. Dann die großen Radkästen mit diesen schwarz abgesetzten Kotflügeln auch, die fassen das Rad so richtig schön ein. Die Räder wirken extrem groß, obwohl das jetzt auch nur 18 Zöller sind, aber dadurch, dass eben der hohe Querschnitt gegeben ist, wirkt das wirklich massiv und wuchtig. Sieht echt fein aus, auch die roten Bremssättel sind sehr nice gemacht. Beim Thema Türöffner geht Ford auch einen ganz eigenen Weg. Hier hat man eine Anzeigen mit Zahlen. Wenn man den Schlüssel mal nicht dabei hat, dann gibt man hier seinen Code ein, dann auch nochmal am Display in der Mitte und dann kann man das Fahrzeug auch nur mit Code in Bewegung setzen. Ich muss nicht mal diesen schönen Ford-Schlüssel haben, wo tatsächlich Ford oben steht. Jetzt haben wir tatsächlich ein Ford-Logo gefunden beim Mustang Mach-E. Aber wenn ich den Schlüssel mal nicht dabei habe, dann reicht es mir auch, wenn ich hier diesen Code eingebe und kann dann die Tür öffnen. Die Türöffnung selbst ist nicht minder spektakulär. Ich muss hier auf den Knopf drücken und habe dann noch einen kleinen Griff, um die Tür zu öffnen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn jetzt die ganze Türe vereist wäre, es ist tiefster Winter, minus 20 Grad, das Auto mit einer Schneeschicht und Eisschicht überzogen, drücke ich einmal hier drauf. Ich zeige es euch, wenn ich jetzt kurz dagegen halte. Das presst dich echt weg. Hier ist ein starker Zylinder eingebaut in der Türe, der tatsächlich die Türe dann mal 3 cm aufdrückt und dann erst musst du händisch
Hand anlegen und mit dem Griff dann die Türe ganz aufmachen. Aber mit diesem Zylinder ist das eigentlich sehr, sehr gut gelöst und sicherlich im Winter sehr viel praktikabler als bei meinem Tesla Model 3 zum Beispiel, das ich privat fahre. Da ist, wenn so richtig Eis ist, es durchaus mal eine Challenge, die Türen aufzubekommen. Das wird mit dem Mach E definitiv nicht passieren. Die gleiche Methodik gibt es auch hinten. Einmal hier drücken, die Tür fährt nach vorne. Du kannst die Fahrzeugtür jetzt auch nicht einfach wieder zudrücken. Das ist eine Art Kindersicherung. Du musst die Türe erst ein wenig aufmachen, dann kannst du sie wieder zuwerfen. Und auch an die Hände ist gedacht, hier gibt es eine gummierte Mulde, wo man eben dann auch die Türe anfassen sollte. Und hier ist es auch angenehm für die Hand, hier hinzugreifen. Die Türgriffe auf der Innenseite sind auch etwas eigenartig gemacht und designt. Hier gibt es nämlich einen kleinen Hebel hier in der Griffmulde drinnen, mit dem man eben die Türe auf- und zumachen kann. Hier ist noch der Fensterheber, aber das ist der hauptsächliche Auf-Zumach-Knopf. Ja Leute, ich würde euch das Fahrzeug sehr gerne bei einem etwas besseren Lichtverhältnis hier zeigen, aber trotz allem, man kann sehr gut die Lichtsignatur erkennen. Wirklich sehr schön, die drei Streifen, die drei vertikalen Lichtstreifen hier links und rechts und auch der Blinker, der hier eben das Auf- und Zusperren begleitet. Also auch sehr schön gemacht, sehr dynamisch das Heck. Natürlich ist es auch wichtig, was dann hinter der Klappe sich verbirgt. Wenn ich hier einmal aufmache, wird der Blick freigegeben auf 402 Liter Laderaumvolumen. Das sollte einigermaßen reichen. Er ist relativ tief, relativ breit, der Laderaum. Du kannst auch dann diese Ebene nochmal tiefer legen. Das zeige ich euch gleich. Wenn ihr die Sitze dann umlegt, dann werden 1400 Liter Laderaum auch wirklich nutzbar. Und da sollte man wirklich im Alltag das Auslangen haben. Ich werfe das jetzt einfach mal um. Und ihr seht schon, da hat einigermaßen viel Platz. Wenn man jetzt noch die Ablage rausgibt, dann liegt die Ebene natürlich noch mal tiefer, circa 10 cm. Du hast dann zwar hier eine Kante, wo die Lehnen anfangen, aber trotzdem ist dann einfach noch mal mehr Platz, um Urlaubsgepäck mitzunehmen, um andere Dinge unterzubringen, und das ist auf jeden Fall viel wert. Also Markus hat schon mal angemerkt, dass das ein typisches Männerfahrzeug ist. Hier können auch noch Bierkisten rein, zusätzlich zum Corona-Eisfach vorne gibt es auch die Möglichkeit, hier diese dann noch mal mit Strom zu kühlen, und hier ist wirklich an alles gedacht worden. Verzurösen gibt es auch, um wirklich Gepäckstücke gegen das Herumrutschen zu sichern, und Beleuchtung gibt es auch nochmal hier. Hier auch nochmal ein sehr weicher und luftiger Sichtschutz, der auch verhindert, dass man jetzt irgendwie ins Fahrzeug sieht, wenn man als Inhaber das nicht möchte, und der passt sich dann auch an, wenn es schwere Gegenstände gibt, der legt sich da einfach drüber und ist nicht so starr und sperrig wie ein normales Ding aus Kunststoff, sondern ist hier eine nette, schöne Möglichkeit. Natürlich motorbetrieben die Heckklappe, die lässt sich jetzt hier mit Knopfdruck zumachen. Natürlich stoppt es auch, wenn irgendein Hindernis dann ist. Und normalerweise gibt es auch dann noch die Möglichkeit, dass man hier mit einer Fußgeste den Kofferraum öffnet oder eben mit Schlüsseln. Also man kommt auf jeden Fall rein. Ganz oft ist das Thema ja auch, dass du eine Anhängerkupplung brauchst, um mal einen Anhänger anhängen zu können, und das ist auch beim Mustang Mach E gegeben. 750 Kilo können ran an den Haken, und ein Wohnwagen wird sich da nicht ausgehen, aber der Anhänger zum mal schnell eine Motocross-Maschine zur Rennstrecke fahren oder was auch immer, das wird sich ausgehen und klappt auch mit dem Mach E. So, Platz genommen im Fond des Mach E, muss ich euch sagen, hier ist echt viel davon, viel Platz, viel Beinfreiheit. Ihr seht auch hier 15 cm circa bis zur Lehne des Vordermanns. Die Lehne ist auch wirklich stark ausgenommen, also hier wurde Platz gemacht für die Beine. Von der Seite gesehen seht ihr auch, dass die Lehne hier wirklich sehr, sehr schlank ist, um auch wirklich Platz zu schaffen für die Passagiere auf der Rückbank. Es wird auch offiziell angegeben von Ford, dass hier 5 Personen bequem Platz finden und mitfahren können. Rein subjektiv gesehen sieht man, dass diese Sitzfläche sehr, sehr gerade ist, beinahe keine Seitenwangen, kein Seitenhalt. Aber ich muss sagen, wenn man hier drinnen sitzt, fühlt es sich wirklich sehr angenehm, sehr komfortabel an. Ich könnte mir schon vorstellen, hier auch längere Strecken zu fahren, aber wenn der Papa natürlich die Rennsau raushängen lässt und sich in die Kurven reinschmeißt, dann wird es vermutlich mit dem Nachwuchs ein wenig nach links und nach rechts gehen. Ne?
Aber so soll es ja sein bei einem Mustang. Da will man ja auch spüren, dass man schnell unterwegs ist, oder Leute? Also hier zum Komfort hinten gibt es noch zu sagen, dass es eine Armlehne gibt mit zwei Getränkehaltern. In diesem Fall haben wir hier keine Skidurchreiche, aber die gibt es auch in anderen Ausstattungsvarianten, dass ich tatsächlich hier Ski oder längere Gegenstände von hinten durchschieben kann. Und ja, man fühlt sich wirklich sehr geborgen, sehr heimelig. Auch Kopffreiheit gibt es bei mir genug. Ich habe hier mehr als eine Handbreit, also ich würde sagen 1,5 Fäuste nach oben Platz. Da gibt es auch noch einmal eine kleine Ausnehmung in diesem Bereich, genau wo der Kopf ist, um auch wirklich ein paar Zentimeter mehr Luftraum und Kopffreiheit zu schaffen. Glasdach gibt es hier bei diesem Modell leider keines, aber auch das ist gegen Aufpreis erhältlich, nämlich eines, das von ganz vorne bis hier ganz nach hinten geht, ohne zusätzlichen Holm in der Mitte, so wie es bei Tesla der Fall ist, also wo man wirklich die ganze Fläche frei hat und nach oben den Blick hat. Trotzdem wärmegedämmt, kältegedämmt, Infrarot, alles gedämmt. Also du wirst keine Probleme haben, dir einen kalten oder einen heißen Kopf zu holen, je nach Großwetterlage, sondern das ist wirklich sehr fein gemacht und da wurde an alles gedacht. Ja, ich würde sagen, Isofix ist auch da, sogar völlig ohne Reißverschluss, ohne Klappe, einfach hier reinzustecken in diesen Schlitz und alles da, was man braucht grundsätzlich, auch USB-A und USB-C. Auch hier ist es sehr positiv zu vermerken, dass hier nicht der Fahrer entweder oder dabei haben muss, sondern wirklich beides verwenden kann und hier nicht reglementiert oder eingeschränkt wird durch den Mustang. Also er ist auch top, was Konnektivität betrifft. Ja, einmal Platz genommen hier hinter dem Lenkrad des Mustang Mach-E und jetzt powere ich das Fahrzeug mit Knopfdruck an. Ja, sieht doch gleich sehr hübsch aus hier mit Ford-Animation. Also auch hier haben wir ein Ford-Logo, ein Ford-Emblem und nicht etwa den Mustang. Ja, eigenartig, dass man hier nicht den konsequenten Weg gegangen ist und das Ford-Emblem überall eliminiert hat, gerade wenn das Betriebssystem eh von Null auf programmiert werden musste. Was sofort ins Auge fällt, ist natürlich dieser Drehkranz hier im großen 15,5 Zoll Display. Das ist natürlich eine sehr witzige Lösung, erinnert mich stark an das Surface Studio, also diesen PC von Microsoft, wo ich dieses Rad auch genial fand. Natürlich lässt sich das jetzt nicht frei bewegen, aber ich kann hier eben die Lautstärke regeln und ich finde es ja immer super, wenn man einen Knopf hat, wo man hingreifen kann und dann schnell mal die Lautstärke regeln kann. Das ist hier auf jeden Fall zu 100% erfüllt, diese Vorgabe. Der vertikal angeordnete Bildschirm macht natürlich auch irgendwie optisch Freude. Schön auch hier alles anzusehen. Ich muss sagen, von anderen Videos, die ich schon gesehen habe vom Fahrzeug, wir sind ja leider nicht die ersten mit dem Mach-E, sieht das alles hier teilweise etwas zusammengewürfelt aus oder nicht ganz so hochwertig. Jetzt, wo ich hier leibhaftig im Mach-E sitze, finde ich, das passt schon sehr, sehr schön. Also dieser graue Stoff, wo eben auch diese Soundbar drinnen ist, beziehungsweise diese Lautsprecher, da gibt es ja 10 davon im Auto, man irre, ein Bang & Olufsen-System vom Feinsten, dann hier die Lüftungsschlitze darunter, dann dieses Kevlar, aber softe Kevlar, Material darunter, dann das Kunstleder mit der roten Naht und dann eben auch das Handschuhfach, das sich jetzt extrem versperrt hat, egal. Das ist schon eine schöne Einheit, wirkt wirklich sehr nice und wirkt wie aus einem Guss. Also das hätte ich mir jetzt nicht so gedacht, ist wirklich sehr cool gemacht. Tippen wir hier nochmal auf Start. Natürlich, das Mustang-Emblem findet sich im Lenkrad. Das Lenkrad an sich ist schon sehr Standard oder Serie, also das könnte man auch in einem Focus so finden. In einem Mustang, ja, hätte man vielleicht ein klein wenig mehr Sportlichkeit walten lassen können. Hinter dem Lenkrad befindet sich noch ein 10,25 Zoll Display, aber nicht im 4:3 oder 16:9 Format, sondern wirklich sehr, sehr schmal. Trotzdem ist hier alles sehr gut abzulesen. Ich sehe zum Beispiel, dass Markus wieder mal die Türe nicht zugemacht hat. Ich sehe aber auch auf der linken Seite die restliche Reichweite, die verbliebene, und auch den Ladestand in Prozent. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Manche zeigen dir nur die Reichweite, manche zeigen dir nur den Ladestand. Hier hast du beides sehr, sehr hübsch im Blick. Auch auf der rechten Seite die Geschwindigkeit und dann nochmal die ganze Sensorik rund ums autonome oder teilautonome Fahren.
Das ist alles sehr schön hier auch übersichtlich angeordnet. Aber das meiste ist natürlich hier am Hauptdisplay in der Mitte und da können wir jetzt natürlich nicht jedes Detail zeigen, denn hier gibt es wirklich jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Vielleicht nur ganz kurz die drei Hauptfahrstufen, temperamentvoll, zahm und aktiv. Wenn man hier auf Info drückt, merkt man schon sportliches Fahrverhalten, ganz nah an der Straße oder zahm, komfortables Fahrverhalten, entspannt und ruhig. Ja? Oder auch bei aktiv, ausgeglichenes Fahrverhalten, unkompliziert, dynamisch. Also sehr schön umschrieben. Hier bei Fahrgeräusch gibt es dann noch eine Info, eben diese wegzuschalten oder dazuzuschalten. Da wird dann noch einmal so ein Motorgeräusch erzeugt, das abhängig von der Fahrstufe dann auch lauter und leiser ist. Ansonsten ganz, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel zum Thema Laden. Ich kann mir eine Ladezeitplanung machen. Ich kann persönliche Profile anlegen. Ich kann die Fahrerassistenzsysteme an- und abwählen. Beim Geschwindigkeitsregler habe ich dann auch noch die Möglichkeit, zwischen einem normalen Tempomaten, der halt die Geschwindigkeit beibehält, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler, das heißt, der Abstand zum Vordermann wird gehalten, und der intelligente Geschwindigkeitsregler, der wird sich dann auch noch anpassen an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen und kann man noch eine Toleranz einstellen, zum Beispiel zu sagen, man kann 5 Kilometer noch schneller fahren als das eigentliche Limit. Und die Spurführung ist auch noch an- und abzustellen. Also das ist jetzt nur ein Bereich gewesen, nämlich die Fahrerassistenz. Und ihr seht, was da noch alles an Dingen daherkommt. Das ist wirklich überbordend und natürlich auch cool, wenn man es darauf anlegt, wenn man alle diese Möglichkeiten nutzen möchte oder zumindest wissen möchte, dass man alles einstellen kann, so wie man es halt haben will, dann ist der Mustang Mach-E da wirklich die erste Wahl, weil da kann ich mir wirklich jedes Detail bis ins Kleinste so regeln, wie ich es haben mag. Ich habe auch eine 360-Grad-Kamera, wo ich mir tatsächlich das Umfeld vom Auto anzeigen lassen kann, auch noch verschiedene Möglichkeiten, das tatsächlich zu tun, auch ganz links, ganz rechts, also ich sehe tatsächlich, was neben dem Fahrzeug passiert. Und das ist sehr schön gemacht, sehr übersichtlich natürlich, wenn man so ein großes Display zur Verfügung hat. Das ist natürlich was wert und sehr schön gemacht. Auch alle Komfortfunktionen sind natürlich mit an Bord. Ich habe hier Sitzheizung, ich habe Lenkradheizung, ich habe alle Annehmlichkeiten, die man halt im Automobilbau so haben kann. Und das macht schon wirklich Spaß. Soweit dazu. Vielleicht, wenn wir noch zur Mittelkonsole kurz kommen. Hier gibt es noch ein Feld, wo ich tatsächlich induktiv laden kann. Hier auf der linken Seite dieser Ablage ist eben das induktive Ladefeld darunter. Auf der rechten Seite ist dagegen nichts drunter. Wenn man das kurz weggibt, sieht man hier diese Ladefläche, das Ladepad. Rechts gibt es nichts. Dafür habe ich noch einmal einen Mustang abgedruckt oder eingeprägt hier in der Kunststoffoberfläche und USB-A und USB-C nochmal. Also hier ist wirklich alles da an Konnektivität, um es mir gut gehen zu lassen. Diesen lustigen Drehknopf finde ich auch dann nochmal in der Mittelkonsole, wo ich meine Fahrstufen wechsle, also Retour, Neutral, Drive und Parkstellung. Das kann ich hier auch in der Mitte machen mit diesem schönen Drehregler und ansonsten alles ja, so, dass man sich halt wohlfühlt mit Armauflage, mit großem Staufach, wo sich der geneigte Amerikaner dann noch eine Handfeuerwaffe praktisch verstauen kann. Und ja, alles sehr fein gemacht. Die Sitze sind auch sehr bequem. Man sitzt weich und gemütlich, ist auch perforiert hier in der Mitte, aber halt Seitenhalt, wie man sieht, gibt es hier nicht wirklich. Da müsste man tatsächlich es einmal drauf anlegen und eine ordentliche Runde drehen mit sportlicher Fahrweise, um dann zu sehen, ob das dann tatsächlich irgendwie sich negativ auswirkt. Aber an sich fühlt man sich sehr geborgen und sicher hier und komfortabel ist es obendrein. So, also jetzt am Steuer des Mach-E. Die ersten Eindrücke sind durchaus spaßig. Da geht ordentlich was weiter. Kurze Gasstöße reißen dem Markus die Kamera aus der Hand. Ja? Also das hier ist das Modell mit dem kleinen Akku und mit dem Allradantrieb. Und auch das reicht natürlich im Alltag vollkommen aus, um wirklich dir ein Grinsen in den Mund zu meistern.
Und wenn man es noch sportlicher haben will, gibt es eben dann noch die 21 PS stärkere Variante mit dem großen Akku oder dann die GT-Version Ende des Jahres. Auf die sind wir auch schon sehr gespannt. Ja, man ist schon ein wenig schlachtschiffig unterwegs mit dem Fahrzeug. Also man merkt, es ist groß, eine lange Motorhaube nach vorne. Das macht schon was her. Also man ist auf keinen Fall irgendwie komplexoid unterwegs. Es macht einfach Spaß, mit einem Mustang unterwegs zu sein. Wenn man sich vorstellt, kostet ungefähr so viel wie ein Enyaq oder ein ID.4. Wenn ich hier sage, okay, jetzt fahre ich mit einem Skoda oder mit einem Volkswagen. Mustang hat so etwas Abenteuerliches. Ja? Das ist Marlboro Man, das ist Wilder Westen und das ist auch Sportlichkeit. Und da kennt man natürlich viele, viele Bilder gleich, die rattern dann im Kopf ab von Ponys, von diesen Fahrzeugen eben. Von der Vergangenheit, seit 1964 gibt es diese Mustang-Generation, also schon sehr, sehr lange. Und der Mach-E ist echt ein würdiger Vertreter. Und jetzt gibt es Freilandstraße, Leute. Was heißt das für uns? Wir drücken das Gaspedal mal durch. 3, 2, 1. Geht los. 100 haben wir jetzt. Ja, macht echt Spaß, aber man merkt schon, das Fahrzeug ist breit. Wenn ich hier jetzt eine relativ schmale Landstraße habe, da muss ich schon etwas zielen, um die Fahrbahn zu treffen. Ja? Aber macht definitiv Spaß. Man merkt auch schon, die Spuren werden erkannt. Das Fahrzeug versucht, mich hier auf der Spur zu halten. Falls ich etwas drüber komme, das mag er gar nicht. Also vom Sicherheitsaspekt hier auch sehr, sehr gut und durchdacht. Autonomes Fahren werden wir hier nicht testen können oder teilautonomes Fahren. Das würde eher dann auf der Autobahn ein Thema sein. Aber tadellose Leistung, super, dass wir das Fahrzeug noch fahren konnten und ich würde sagen, Fahrtest erfolgreich bestanden. Ja, was mir hier natürlich extrem gefällt, ein Scheibenwischerhebel und den hat mein Model 3 natürlich nicht, da ärgere ich mich ja immer wieder mal. Das macht der Mach-E definitiv besser. Was ich nicht so viel besser finde, eher etwas schlechter, ist hier der Ladeanschluss am linken Kotflügel. Denn der ist schon etwas schlecht erreichbar, gerade bei einem Mustang, wo man eine massive Motorhaube hat, eine lange Motorhaube. Da wird man manchmal die liebe Not haben, hier mit einem kurzen Kabel, zum Beispiel vom Ionity-Netzwerk, vom Ionity-Lader, hier an diesen CCS-Lader zu kommen. Also das wird eine spannende Sache. Noch dazu ist diese Klappe dann im Weg, wenn ich hier das Kabel so rüberfädle. Hoffentlich reißt die nicht irgendwann mal ab. Also das weiß ich nicht, wie sich das im Alltag dann tatsächlich gestaltet. Dafür passt natürlich die Ladeleistung. 150 kW schnell laden kann man hier mit dem Mustang Mach-E auch. Die Ladeleistung wird definitiv auch erreicht. Die Praxiswerte sehen da sehr, sehr gut auch aus. Und das Ionity-Ladenetz ist auch für Ford natürlich zum Sonderpreis dann auch verfügbar um 31 Cent pro Kilowattstunde und nicht so 80 Cent oder 1 Euro, wie es ja sonst ohne irgendeinen Spezialtarif bei Ionity kostet. Also da kann man dann wirklich auf dieses Ladenetz zugreifen und über das verfügen. 11 kW AC-Ladeleistung geht auch völlig in Ordnung, ist ein Wert, der State of the Art ist, der eigentlich bei jedem Fahrzeug aktuell gegeben sein sollte aus meiner Sicht und auch hier leistet sich der Mach-E keine Schwächen. Denn das heißt ja, dass die Ladeleistung von 150 kW hier beim Mach-E ausreicht, um in 10 Minuten 130 Kilometer nachzuladen. Und das ist in der Praxis im Alltag natürlich top. Da bin ich ganz kurz mal am Lader 10 Minuten und fahre schon wieder 2 Tage damit. Also echt cool gemacht. Es gibt ja aktuell 4 verschiedene Varianten vom Mustang Mach-E, das heißt mit und ohne Allrad und mit kleinem und großem Akku. Und diese Komponenten lassen sich dann auch unterschiedlich zusammenstopseln. Also du kannst einen kleinen Akku mit Allradantrieb, ohne Allradantrieb haben. Du kannst einen großen Akku mit und ohne Allradantrieb haben. Also da lässt dir Ford völlig freie Hand. Und später gibt es dann auch noch einmal eine GT-Version mit 487 PS. Die soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Aktuell haben die Fahrzeuge 198 kW oder 269 PS. Oder 216 kW mit dem großen Akku und 290 PS. Also nur 21 PS dazwischen. Da ist das völlig egal, welchen Akku du nimmst. Aber halt der Allradantrieb, der macht es aus. Gerade im Winter ist das sehr, sehr wertvoll und in manchen Gegenden sogar unverzichtbar. Und da kannst du tatsächlich auch dir den Allrad dazu nehmen. Allrad heißt Motor vorne, Motor hinten
und miteinander geht es dann nach vorne. Aber jetzt, um das billigste Fahrzeug oder das günstigste Fahrzeug mal zu nennen, 46.000 Euro ist hier der Einstiegspreis für 75,7 Kilowattstunden und eben diese 269 PS. Da gibt es einen Verbrauch von 17,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und damit kommst du 440 Kilometer weit. Und das ist für ein Einstiegsmodell aus meiner Sicht ganz hervorragend und dann kannst du es dann noch rauftreiben bis auf 598 Kilometer mit dem Long Range Akku und dem Heckantrieb. Dieser Long Range hat dann 98,7 Kilowattstunden Akkukapazität und ich finde, da hat man beim Mach E eigentlich alles richtig gemacht. Da leistet man sich im Vergleich mit dem Volkswagen ID.4 oder auch mit den Taycans eigentlich keine Schwäche und das Fahrzeug kostet, noch einmal zur Erinnerung, ab 46.000 Euro und das ist eigentlich ein Kampfpreis. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr, sehr gut. Gerade wie wir jetzt gesehen haben, es gibt einen Überschwall an Komfortfunktionen, an Platzangebot, auch das Fahrverhalten ist sehr, sehr sportlich. Bevor wir uns aber verabschieden, noch einmal kurz auf das, was ich eingangs erwähnt habe, das Entwicklungsland Österreich, da möchte ich noch kurz darauf eingehen. Es ist halt einfach so, dass dieses Fahrzeug das eine ist, eines von zwei Fahrzeugen, die für 48 Stunden in Österreich sind, dann geht das Ding wieder zurück nach Deutschland. Wir haben einfach keine Möglichkeit, diese Fahrzeuge ausreichend zu testen. Jeder kleine YouTube-Kanal mit einem Viertel der Abonnenten von uns hat in Deutschland schon eine Woche mit dem Fahrzeug verbracht. Da ist das einfach viel, viel besser für YouTuber. Das ganze Ökosystem passt hier. Hier werden auch YouTuber oft schon wirklich als Partner angesehen, die sich nicht mit Printmedien und klassischen Medien battlen müssen, weil einfach der Wert von YouTube unserer Leistung hier erkannt wird und da sind wir hier in Österreich tatsächlich noch ganz, ganz am Anfang und da haben wir noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und wir sind viel am Telefonieren und viel am Arbeiten, dass wir tatsächlich euch mit interessanten Videos versorgen. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und euch hat dieses Video doch einiges an Mehrwert und an interessanten Informationen bieten können. Wir danken fürs Mit dabei sein und sagen bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style!